Willkommen Leute, zurück zu Let's Play Siege of Avalon. Wir sind immer noch im Wald. Wir haben im letzten Part einen Elfen getroffen. Jetzt sind wir hier. Hier. Vor 2. Und ich will zurück. Und ich bin mir sicher, dass wir von oben kamen, oder? Auf jeden Fall, als ich mal getestet habe, um zurückzulaufen zum Händler, bin ich hier begegnet. Und das dachte ich mir, hä? Ja. Force 5. Und dann habe ich einen Byron getroffen. Also, ich habe ihn gesehen. Ich habe noch nicht ihn angesprochen. Ich hoffe, dass das hier, na, ob der uns zu einem Händler führen kann. Also Byron. Hallo Reisender, man nennt mich Byron. Wie geht es euch? Das ist also der geheime Vorposten, ja? Ihr beschäftigt Elfen hier? Ihr habt mit einem gesprochen, nehme ich an. Wir beschäftigen die Elfen nicht. Das sind freie Wesen. Und dies ist ihr Land. Wir helfen einander, wo immer wir können. Tut mir einen Gefallen und so tauscht man Holden aus. Schließlich ist er der Kommandeur dieses Vorpostens. Holden? Holden, sagt ihr? Das ist ein seltsamer Name. Nein, Holden. Mit einem H. Schon gut, wir sprechen, oder? Genau auf der Durchreise. Hier ist niemand einfach nur auf der Durchreise, Fremder. Ich schlage vor, der. Ja, gut. Wir gehen zum Hauptmann. Gut, aber er ist erstmal Lehrmeister und. Das ist der Vorposten. Okay, dann müssen wir doch nicht ganz zurück. Das Wasserrad blockiert mich. Geht's hier oben eigentlich weiter? Ach ja, das ist wohl die Barrikade. Von da oben links kamen wir. Ja, okay. Wenn das der Vorposten ist, ist das nicht schlecht. Okay, dann mal laufen wir mal durch dieses langsame gut. Dann muss ich wohl da hoch. Das wäre jetzt lustig, wenn ich ein paar Holz treffen. Okay, nee, darunter will ich noch nicht. Noch nichts, wer bist du? Das ist auch so ein Elf. Aiki. Mit dir reden wir gleich, Aiki. Okay, hier pennen die Leute. Ach nee, wisst ihr was? Wir reden jetzt schon mal mit Aiki. Aiki! Wie redet man elfisch? Wie soll ich das denn? Also, da egal. Ich grüße euch, Mensch. Ich bin Aiki von der Talwache, Elfenkrieger und Wahrheitssucher. Im Gegensatz zu vielen anderen Elfen interessiere ich mich für eure Rasse und eure Lebensweisen. Ja, mein Volk in den letzten Jahrhunderten ein wenig Kontakt zu euren unterhielt. Finde ich es sehr wichtig, dass wir uns miteinander bekannt machen. Findet ihr nicht? Gewiss. Gewiss. Leider muss ich mich aber vorher dringend etwas erledigen. Oh ja, wahrscheinlich müsst ihr euch bei eurem Kommandeur melden, nicht wahr? Ich finde eure künstlichen Organisationssystem faszinierend. Die sind ganz anders als die natürliche Hierarchie, die wir Elfen haben. Wie auch immer. Ich muss mich um die Angelegenheit meiner künstlichen Organisationssysteme kümmern. Ade. Achso, okay. Dieses Volk wie. Hatten wir das nicht schon? Das hatten wir doch schon mal. Ich bin ganz ehrlich nur an einem Händler interessiert. Was war das denn? Was? Ein Phantom? Dürfte ich nicht in diesen Stein gehen? Diesen Stein. Autsch! Ich glaube, ich kann ihn nicht wirklich verletzen, da er ein Phantom ist. Stirb! Was war das denn gerade? Oh! Was war das denn jetzt gerade? Ist das ein Tre. Da oben ist er ja schon wieder. Reden wir mal mit dem. Hä, wieso? Endlich, der junge Mensch! An eurer Körperhaltung erkenne ich, dass ihr den Weg des Kämpfens anstrebt. Wenn ihr euch eines Tages bewährt habt, helfe ich vielleicht diesen Weg zu gehen. Seid ihr selbst ein Krieger? Ich bin Oskari, Kämpfer der Dalwache. Bei meinem Volk stehe ich hohen Ansehen als Meister der Kriegskunst. Von der Geburt an wurde ich ausgebildet und in meinem Volk sind seltene Elfen, so wie ich, die mächtigsten Waffen. Ich bin beeindruckt. Oskari. Was ist an euch, was euch zu einem mächtigen Krieger macht?
Zu einem Krieger gehören viele Aspekte. In eurem spüre ich das Potenzial der Größe. Ihr habt viel Mut und ihr habt eurem Volk in letzter Zeit sehr geholfen. Euer Geist ist wahrlich stark. Ich kann euch jedoch erst dann unterrichten, wenn ihr mir euren Können demonstriert. Indem ich die Phantome da kill oder wie. Bei dem Lauf mein Leben in letzter Zeit getan, wird sich zweifellos weitere Folgen. Naja, gut. Okay. Ich habe soeben einen recht beeindruckenden Talwachen-Elf namens Oskari kennengelernt. Nach seinen Bewegungen und seiner Ausstrahlung zu urteilen, muss er ein außerordentlicher fähiger Krieger sein. Ich kann nicht aufhören, ihn erstaunlich Elfenkampftechniken, die er zweifellos beherrscht, auszumalen. Und ich frage mich, was ich tun könnte, um ihn dazu zu überreden, mich diese Technik zu lernen. Er hat angedeutet, dass er nicht abgeneigt sei. Er erwähnte aber mit keinem Wort, was ich tun muss, um mich zu beweisen. Oskari ist eine ungewöhnliche, geheimnisvolle Person. Er spricht stets leise und man merkt, dass seine Augen, was uns herum geschieht, entgeht. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie viel es ihm gekostet haben mag, seine Fähigkeiten bis zum Grad der Meisterschaft zu bringen, den er heute besitzt. Aber ich bin überzeugt, dass es mich zu einem wesentlich besseren Krieger machen würde, wenn es mir nur ein Bruchteil seines Könnens vermittle. Irgendwie wird es mir gelingen, ihn zu beeindrucken, denn ich weiß, dass ich alle Fähigkeiten brauche, die ich mir nur angeeignen kann, ja. Um zu überlegen, Avalon. Aber er ist erstmal... Verdammt, der blockiert mich. Dieser Phantom-Warrior hat bestimmt irgendwas damit zu tun, dass er da die ganze Zeit spawnt. Oder der ist wirklich nur so eine Tränen... Nein, Digga, rennt weg. Nein. Ich hätte wahrscheinlich nicht in diesen Steinkreis da reinlaufen sollen. Jetzt habe ich diesen Salat hier in der Backe. Das schwindet auch mal wieder. Okay, lassen wir das mal. Ich hoffe, der verfolgt uns jetzt nicht die ganze Zeit. Das wäre irgendwie lästig. Bist du ein Händler? Ne, du bist Holden. Ich suche einen Händler. Das ist noch so eine Elfenwache. Der ist die Vorratskammer. Das ist die Seite des Flusses. Gut. Hallo, ich heiße Severi und seid ihr bestimmt der Mensch, der in letzter Zeit diese Wald durchwandert. Ich, Severi von der Talwache, respektiere das Friedensabkommen zwischen unseren Völkern. Ihr steht keine Bedrohung für euch da. Aber ihr dürft keine großen Gespräche von mir erwarten. Der Wald ist und seine Tiere sprechen fast ständig zu mir. Also verbringe ich einen Großteil meiner Zeit damit zuzuhören. Ich führe ein Einsiedler-Dasein und ich hoffe, dass ihr das respektiert. Also gut, ich verlasse euch und Ruhe und Frieden. Oder sei friedvoll. Oh, das ist abgelenkt von Schmerz des Waldes. Das hatten wir doch auch gerade, oder? Ich weiß nicht, irgendwie klingt das schon die ganze Zeit. Ich will einen Händler haben. So ein Händler. Händler, Maki. Ein Mensch, wie schön. Ich bin Maki, Elfenkrieger und Meister der Kunde. Und ich möchte weiter, dass ihr beklagenswert unwissend seid. Was das Thema Elfen und andere mystische Wesen für alles betrifft, habe ich recht? Offen gesagt, ja. Ich habe zwei Geschichten über euer Volk gehört, aber ich glaube, die meisten davon waren Märchen. Das werde ich mir persönlich bemühen, euch aufzuklären. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Elfen als erste Rasse erschaffen wurden? Ach, tatsächlich? Und woher wisst ihr das? Nun, jeder Elf weiß, dass es wahr ist. Diese Erkenntnis wird seit Anbeginn der Welt von Elfengeneration zu Elfengeneration weitergegeben. Nur ein Mensch könnte das nicht wissen. Nichts für ungut. Ja. Oh, habt ihr Kenntnisse, die mir weiterhelfen, Maki? Nein, Wissen beschränkt sich hauptsächlich auf mein Volk. Aber ich weiß etwas über selbst und Bewohner des Waldes, am Rande des Gebiets. Dass ich patrouilliere, gibt es Spuren von Echsenmenschen und ich vermute, dass etwas im verlassenen Turm am See lebt, den ihr vielleicht auf dem Weg zum Vorposten gesehen habt. Ne, habe ich nicht gesehen. Erzähl mir mehr über diese Echsenmenschen. Ich bin ihnen nicht direkt begegnet, aber ich habe ihren Spuren entlang dem Fluss in westlicher Richtung gesehen. Es sind oft gefährliche Kreaturen und für gewöhnlich schließen sie sich zu größeren Gruppen zusammen. Seid auf der Hut, falls ihr sie finden, und es ist allgemein bekannt, dass sie das Fleisch von anderen intelligenten Rassen köstlich finden. Cool. Cool. Also die Echsenmenschen machen mir auf jeden Fall kalt, so wie immer. Wir machen alles kalt.
Habt ihr noch andere? Das, okay. Ja, das irritiert mich. Es muss doch einen Händler geben. Olden, bist du ein Händler? Das ist ein Vorposten. Warum sollte es hier keinen Händler geben? Ich will nicht zurück nach Avalon. Halt, Mensch! Komm doch nicht näher, denn ich möchte mich der Verdorbenheit nicht aussetzen, die eure Rasse kennzeichnet. Ihr seid alle Plünderer der Erde und Verschwender der Geschenke, die euch Mutter Natur bereitstellt. Hätten wir nicht ein Friedensabkommen, würde ich euch ausrotten wie die Krankheit, die ihr seid. Ja, sehr nett, Karl Kalavi. Ich kann mir nicht vorstellen, was ihr getan haben könnte, um euch zu kränken, Elf. Oder nicht mit mir reden wollt, ist es mir egal. Okay. Olden. Ich hoffe, du kannst handeln und ein paar Kampftechnik beibringen. Der Blick nach oben und unten deutet auf eine kleine rote Fahne auf ihrem Hintern. Was? Der Mann blickt sie von oben bis unten an und deutet. Achso. Ihr könnt das jetzt entfernen. Was, ich bin Hopper Holden, Befehlshaber dieses Vorpostens. Meine unsichtbaren Männer in den Bäumen sind für diese Fahne verantwortlich. Jemand hat den Auftrag, euch zu bewachen und tat das offensichtlich auch seit einiger Zeit. Anscheinend gefiel ihm, was er sah, denn er hat euch markiert. Das ist ihre Art, den anderen mitzuteilen, dass sie euch in Ruhe lassen sollen. Ich sehe, dass viele Fragen euch quälen. Also werde ich zuerst auf eurem beantworten, bevor ich die meinen stelle. Einverstanden? Ja, okay. Manche Elfen. Sind sie abgefahren oder? Okay, meinte ihr etwa die Elfen? Ich hatte das Vergnügen, sie kennenzulernen. Wie kommt es, dass sie für euch arbeiten? Jo, das sind die anderen. Eine Mischung aus Elfen und menschlichen Kundschaftern. Die Elfen arbeiten nicht für uns und wir auch nicht für sie. Wir erhalten ein Bündnis, das gegenseitigen Nutzen aufrecht. Tatsächlich hatten uns die Elfen schon beim Errichten unseres Vorpostens hier beobachtet und warteten, bis wir uns eingelegt haben, bevor sie uns einen Botschafter sandten, Tavi, ihren Anführer. Den haben wir doch schon mal gesehen. Letzten Part. Sie hätten uns jederzeit erledigen können. Und wir sind mehr aus diesem Grund aufgrund Tatsache, dass dieses Land ihnen schon vor uns gehörte, auf Tavis Vorschlag ein Bündnis gern eingegangen. Dieses Bündnis besteht heute noch, wenn es auch etwas wackeligen Beinen steht. Ich weiß nicht, was für Antworten ihr von mir erwarten könnt. Hab Dank, ihr habt meine Neugier befriedigt. Und ja, ich möchte wissen, warum ich hergekommen bin. In der Tat. Genauer gesagt, was habt ihr hier vor und auf wessen Befehl? Ich habe eine Nachricht von General Rolf vor König Vortigern. Und was soll ich mit dieser Nachricht tun? Oder soll ich lieber fragen, wie wünscht General Roth, dass ich damit fortfahre? Naja. Als er das letzte Mal versuchte, ihm. Was? Naja, als er das letzte Mal versuchte, ihn zu schicken, hat sich der Bote als Verräter entpuppt. Er hätte den Brief einfach behalten, bis Avalon Mauer fallen. General Roth braucht jemand, von dem er weiß, dass er sich auf ihn verlassen kann. Das ist bei euch der Fall und er vertraut darauf, dass ihr die richtige Entscheidung treffen werdet. Was ist an diesem Brief so wichtig? Er enthält eine Warnung an die Streitmächte Vortigens. Wenn sie diese Nachricht nicht erhalten, spazieren sie mitten in ein Gemetzel von solchem Ausmaß, wie man es seit der Schlacht vor der Ilyfianer und Kefrianer im Sommer 240 in Eurale nicht mehr erlebt hat. Och, seine Augen werden groß. Große Verwunderung. Das ist in der Tat eine wichtige Mitteilung. Aber leider ist der Weg zum augenblicklichen Aufenthaltsort von Vortigern Streitmächten durch Achulis versperrt. War ja klar. Sie scheinen nach irgendwas zu suchen. Die Elfen glauben, dass es sich um heiliges Einhorn handelt. Ach. Aber ich glaube, dass sie den Vorposten finden wollen. Jedenfalls seht ihr wie ein Schlachten erprobter Veteran aus. Und ob... Wisst ihr, ich habe einmal ein Licht besiegt. Oh, für jemanden mit diesem Ausmaß an Selbstsicherheit ist es bestimmt nicht schwieriger, den Jahul Verteidigungslinien in Fetzen zu reißen, als Fratzen schneiden.
Ich meine, für jemanden, dessen kriegerisches Können ausreicht, um dich zu besiegen, wäre es doch wohl eine Kleinigkeit, für den Weg, für meinen Schützling Byrion frei zu machen, seine Fähigkeit verborgen zu bleiben. Sucht ihresgleichen. Was? Ja, ich erwarte euch, wenn ihr fertig seid, großer Krieger. Naja, gut. Wenig Sarkasmus muss sein, ne? Ich hab wohl keine andere Wahl, und gut, ich sag. Also abgemacht. Nehmt diesen Brief natürlich an mich, damit er nicht abgefangen wird. Kommt zu mir zurück, sobald ich die Erde mit Jahulblut getränkt habe. Falls euch die Abenteuerlust packt, könnt ihr auch einigen Echsenmenschen den Gar ausmachen. Zwischen werde ich bei und verstecken, dass ihr Feuer. Gut. Wir vorbereiten das Aufbruch. Ich kehre zurück, wenn das erledigt ist. Mit wem sollte ich eigentlich noch reden? Harold. Lord Harold in der Außenburg Penrith Holden. Gut. Journale. Ich bin im verborgenen Vorposten angekommen. Er scheint wirklich so gut gesichert zu sein, wie mir angekündigt wurde. Ich suchte Hauptmann Holden auf und nach einer kurzen peinlichen Vorstellung meiner Person. Die Elfen hatten sich anscheinend mit einer roten Fahne markiert, um zu zeigen, dass ich die Erlaubnis besaß, den Vorposten zu betreten. Hörte er sich geduldig meine Fragen über meinen Vorposten und die Elfen an. Nachdem ich meine Fragerei beendet hatte, fragte er mich, wozu ich zu diesem Vorposten gekommen sei. Ich erzählte ihm von Dilemma, Zerot und betonte die Dringlichkeit und Wichtigkeit dieses Briefes. Daraufhin gab er preis, dass er genau den richtigen Mann für die Aufgabe hätte. Doch sei im Augenblick der einzige Durchschlupf durch das Dickicht von Jahul blockiert. Für diese Aufgabe war natürlich gerade ein richtiger Mann geraten. Ich sollte ihm berichten, wenn ich fertig bin. Gut. Aber zuerst mal. Du bist doch heulen. Wahrscheinlich habe ich jetzt keinen Inventarplatz mehr. Doch, eigentlich schon, ne? Ja. Abenteuer. Lord Harold, Außenburg, KW Südtort. Hauptmann Holden. Du bist doch Holden. Aber muss ich erstmal die Cha'ul alle wegpusten? Ernsthaft? So, der kann mir nichts beibringen. Diese Phantomkrieger, da nervt ein bisschen. Dann müsste ich den direkt da ignorieren. Aber wir haben auch keinen Händler gefunden oder so einen. Mit Aiki haben wir schon mal geredet. Wir speichern mal erstmal. Wir versuchen mal den Krieger zu begehen. Der da oben so rumsteht. Gibt es denn hier keinen anderen Eingang? Ernsthaft. Hallo. Mann, die haben ja echt alles gut gesichert hier. Aber das irritiert mich jetzt. Ist ja echt kein Händler gewesen. Es muss so einen geben. Irgendein elfischer Händler, wenn es sein muss. Aber gut, hier in diesem Wald scheint wohl nicht sehr viel drin zu sein. Das ist gut. Beziehungsweise schlecht. Ich kämpfe gerne gegen Tiere. Einfach nur aus dem Grund, weil sie nichts drauf haben und mir Punkte geben. Okay, hier kommt man auch nochmal rüber. Von hier aus kam ich doch eigentlich. Ach nee, dann geht's hier. Dann müssen wir hier rechts, ja, hier ist die Hängebrücke. Und hier, achso, nee. Byron, hast du noch was zu sagen? Der Weg, ne. Oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich sollte jeden Jahul umbringen. Ah, gibt's denn echt keinen Händler? Das ist jetzt aber richtig mies. Ich will nicht ganz zurück. Also mit dir haben wir schon geredet. Hier ist immer dieser Kack-Phantomkrieger.
der ignoriert. Der lässt uns sowieso irgendwann in Ruhe. So, wir können hier rechts noch weiter gehen. Und Wolf. Na komm. Ignoriere den Wolf. So. Auf zum Wolf. Tot. Gut. Gut. Wir erkunden noch das bisschen hier und dann ist der Part beendet. Ich meine, die Zeit können wir uns auch nehmen. Mann, ich will nicht ganz zurücklaufen. Das ist eigentlich nicht das, womit ich gerechnet habe. Sonst wäre ich einfach direkt im ersten Part zurückgelatscht. Oh, noch ein Wolf. Ich erkunde noch diesen Stückchen Wald zu Ende. Oh, was ist das denn? Oh, das sieht aber... Ach, andererseits. Ich mache hier auch zwei Parts. Ein Stein... Sowas haben wir jetzt schon mal gesehen, so im Kreis, ne? Im Dorf. Was hat es denn wohl damit auf sich? Das würde mich auch interessieren. Ich glaube, die sind schon für irgendwas wichtig. Diese Kreise. Die Steinkreise. Aber für was, weiß ich noch nicht genau. Ah. Na gut. Wir sehen uns im nächsten Part. Wenn ich alles verkauft habe. Ade.